Frau von Luber ist in den Keller gekommen und hat sich hinter der Säule zu schaffen gemacht. Als Severin verstummt, fallen auch die Ketten von ihm ab. Herr Olim steckt in der Haube des Turms. Hier ist der Schlüssel, Herr Severin. Mein Olim, der mir Gutes tat. Dass Sie kamen, das geschah, um mir die Ketten abzunehmen, von denen ich mich erst befreien wollte, wenn mich mein Zorn verließ. Da sanken sie, und ich bin ohne Zorn. Es wird Herrn Olim sehr überraschen, wenn er sie so versöhnlich gestimmt sieht. Ihn überraschen? Erwarten wird er es. Noch argwöhnt er den Judaskuss auf jeder Lippe und in der hingehaltenen Hand das Messer. Sobald Olim für ihr Friedensangebot reif ist und seine Hasenangst verliert, führe ich euch einander zu. Wie Braut und Bräutigam. Doch vorher geduldet sich das Bräutchen im stillen Kämmerlein. Und sollte ihm die Weile lang werden, dann kann es ja mit Ketten spielen. Dann ist es doch zu spät, wenn er nicht gleich erfährt, wenn dieser Zweifel sich in ihn frisst. Wenn ich nicht gleich gelaufen komme, ihn um Vergebung bitte. Lasst mich zu ihm. Lasst mich zu ihm. Lasst mich zu ihm.